Stellt euch eine ferne, geheimnisvolle Welt vor, die seit langem die Fantasie von Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit gleichermaßen beflügelt. Eine Welt, die einst als Planet betrachtet wurde, der dieser Titel aber später aberkannt wurde, was zu vielen Debatten und Kontroversen führte. Diese Welt ist Pluto. Dank der revolutionären Technologie des James Webb Weltraumteleskops können wir uns diesen rätselhaften Himmelskörper nun endlich genauer ansehen. Die Wissenschaftler haben bereits schockierende Entdeckungen gemacht, die sie erstaunt den Kopf kratzen lassen. Welche Geheimnisse birgt der Pluto? Wie könnte er uns hier auf der Erde möglicherweise beeinflussen? Und vor allem, könnten diese bahnbrechenden Entdeckungen ausreichen, um den Status des Pluto als Planet wiederherzustellen? In diesem Video tauchen wir tief in die erschreckenden und ehrfurchtgebietenden Erkenntnisse des James Webb Weltraumteleskops ein und erforschen das Geheimnis des Pluto wie nie zuvor. Macht euch darauf gefasst, dass wir die Geheimnisse dieser fernen Welt lüften und sie euch umhauen werden. Das James Webb Weltraumteleskop mag eines der teuersten und am schwierigsten zu bauenden Weltraumobservatorien sein, aber seit seinem Start liefert es bereits bahnbrechende Ergebnisse und Entdeckungen. Eines seiner Hauptziele ist die Suche nach Anzeichen für außerirdisches Leben durch die Untersuchung der Atmosphären von Exoplaneten. Mithilfe der Infrarottechnik wird das Teleskop beobachten, wie das Licht eines Sterns schwächer wird, wenn ein Planet an ihm vorbeizieht. Und dann können bodengestützte Teleskope mithilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode die Masse des Planeten bestimmen. Mit seinen leistungsstarken Spektroskopiefähigkeiten und Koronagraphen, die Exoplaneten in der Nähe heller Sterne direkt abbilden können, wird das JWST die Atmosphäre des Exoplaneten und andere Merkmale wie seine Farbe, Vegetation und Rotation untersuchen. Darüber hinaus wird sich das JWST auch auf Planeten und andere Himmelskörper konzentrieren, die uns näher sind, darunter Mars, Asteroiden, Kometen und Objekte im Kuipergürtel, um nur einige zu nennen. Was die Wissenschaftler jedoch am meisten begeistert, ist die Möglichkeit, mit diesem bahnbrechenden Teleskop endlich Pluto in allen Einzelheiten zu untersuchen. Pluto mag zwar seinen Planetenstatus verloren haben, aber er ist nach wie vor ein faszinierendes Objekt für Wissenschaftler und der neueste Rummel dreht sich um die Fähigkeiten des James Webb Space Telescope, Bilder von weit entfernten Objekten aufzunehmen. Die Menschen haben sich gefragt, ob das Teleskop zur Untersuchung von Pluto eingesetzt werden kann. Und die Antwort ist ein klares Ja. Tatsächlich hat das JWST vor kurzem ein atemberaubend klares Bild von Neptun aufgenommen, das für große Aufregung gesorgt hat. Das Bild wurde mit einer Nahinfrarotkamera aufgenommen und zeigt Neptuns helle Ringe und schwache Staubbänder, die als unscharfe Partikel zwischen den helleren, von Eis dominierten Ringen erscheinen. Das Bild zeigt auch Methaneiswolken, die als helle Streifen und Flecken erscheinen, sowie ein glühendes Band, das den Äquator umgibt. Auf dem Bild sind auch 7 der 14 bekannten Monde des Neptun zu sehen, darunter der größte und hellste Triton. Mit den unglaublichen Abbildungsfähigkeiten des JWST besteht kein Zweifel, dass es atemberaubende Bilder von Pluto aufnehmen kann, die unser Wissen über den Planetoiden erweitern werden. Pluto führt etwas Geheimnisvolles im Schilde und das James Webb Space Telescope ist dem auf der Spur. Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Atmosphäre des Pluto verschwindet und sie sind sich nicht ganz sicher, warum. Die Atmosphäre des Zwergplaneten, die hauptsächlich aus Stickstoff besteht, ist der Erde ähnlich. Aber im Gegensatz zur Erde wird die Atmosphäre des Pluto durch den Dampfdruck des Eises auf seiner Oberfläche gestützt. Wenn sich das Eis auf dem Pluto erwärmt, kann dies die Dichte seiner Atmosphäre erheblich verändern. In den letzten 25 Jahren haben Wissenschaftler beobachtet, wie sich Pluto von der Sonne entfernt. In dieser Zeit ist die Oberflächentemperatur gesunken und infolgedessen beginnt die Atmosphäre des Pluto wieder auf seiner Oberfläche zu gefrieren. Es ist nicht zu erwarten, dass sich der Temperaturabfall in absehbarer Zeit umkehren wird, da Pluto unglaublich weit von der Sonne entfernt ist und mit der Zeit immer weiter weg und kälter wird. Doch das JWST ist zur Stelle und Wissenschaftler nutzen Teleskope in den USA und in Mexiko, um Pluto in seiner dünnen Atmosphäre zu untersuchen, in der Hoffnung, das Geheimnis zu lüften, was auf diesem fernen Planeten geschieht. Stellt euch Folgendes vor. Ihr seid an einem schwülen Tag am Strand. Es ist Mittag und die Sonne brennt auf den Sand und heizt ihn schnell auf. Im Laufe des Tages saugt der Sand immer mehr Wärme auf, bis er am späten Nachmittag am heißesten ist. Dieser Prozess wird als thermische Trägheit bezeichnet und hat sich auf der Oberfläche des Pluto abgespielt, da er Restwärme aus der Zeit, als er näher an der Sonne war, angesammelt hat. Dies hat verhindert, dass seine Atmosphäre verschwindet, aber da Pluto immer kälter wird und die thermische Trägheit nachlässt, beginnt immer mehr von seiner Atmosphäre auf seiner Oberfläche zu gefrieren und zu verschwinden.
Aber wie haben die Wissenschaftler das alles herausgefunden? Durch eine Methode namens Okkultation. Das hat nichts mit Hexerei oder Übernatürlichem zu tun, sondern ist ein Vorgang, bei dem ein kosmisches Objekt vor einem anderen vorbeizieht und es so vor den Blicken verbirgt. Wissenschaftler haben diese Technik seit den späten 80er Jahren zur Untersuchung des Pluto eingesetzt. Durch die Beobachtung des Pluto beim Vorbeiflug vor einem Stern konnten sie die Dichte seiner Atmosphäre berechnen und feststellen, dass seine Stickstoff-Eisreserven durch die gespeicherte Wärme unter der Oberfläche warm gehalten wurden. Da Pluto jedoch immer kälter wird und die Oberfläche abkühlt, deuten die Daten darauf hin, dass dieses Wärmereservoir zu schwinden beginnt. Pluto ist eine geheimnisvolle Welt mit vielen faszinierenden Merkmalen, die noch nicht vollständig erforscht sind. Und eines der bemerkenswertesten ist die Tombaugh Regio, eine herzförmige Region auf seiner Oberfläche. Dieses ikonische Merkmal ist mit Kohlenmonoxideis bedeckt und hat eine kegelförmige Form, die an eine riesige Eisportion erinnert. Im Zentrum des Herzens liegt der glatte Sputnik Planum, benannt nach dem ersten künstlichen Satelliten der Erde. Obwohl es sich um eine relativ junge Region handelt, deren Alter auf etwa 100 Millionen Jahre geschätzt wird, hat sie bereits einige geologische Prozesse durchlaufen, die ihr einzigartige Merkmale verliehen haben. Wissenschaftler haben auf der Oberfläche von Plutos Eisebenen dunkle Streifen beobachtet, die in dieselbe Richtung ausgerichtet zu sein scheinen. Könnten diese Streifen das Ergebnis von starken Winden sein, die über die Oberfläche des Planeten wehen, oder ist hier etwas anderes im Spiel? Habt ihr schon einmal jemanden beschuldigt, ein kaltes Herz zu haben? Schaut mal, Pluto, der Zwergplanet, hat ein Herz, obwohl er eiskalt ist. Diese herzförmige Region wurde von der Raumsonde New Horizon bei einem Vorbeiflug an Pluto entdeckt. Es ist 1 Million Quadratkilometer groß und besteht aus Stickstoffgletschern, was es sogar ein bisschen größer als ein menschliches Herz macht. Dieses Herz diktiert auch Plutos Handlungen, denn die als Sputnik Planitia bekannte linke Herzkammer zwang den Planeten, sich neu auszurichten, um seinem Mond Charon auf der gegenüberliegenden Seite gegenüberzustehen. Wissenschaftler bezeichnen dieses Phänomen als echtes Polarwunder, bei dem ein planetarer Körper seine Rotationsachse aufgrund großer geologischer Prozesse ändert. Die derzeitige Position des Ventrikels, einer Kältefalle, in der sich Stickstoffeis zu einer 2,5 Meilen dicken Eisschicht ansammelt, ist für die Rissbildung auf Plutos Oberfläche und die Entstehung riesiger Verwerfungen in seiner Kruste verantwortlich. Es wird angenommen, dass sich das Becken nordwestlich seiner jetzigen Position und näher am Nordpol des Pluto gebildet hat. Und wenn sich weiterhin Eis im Becken ansammelt, wird sich Pluto immer wieder neu ausrichten. Er ist also noch nicht frei. Wer hätte gedacht, dass ein kaltes Herz so faszinierend sein kann? Pluto hat mehr als nur ein paar Tricks in petto und die Dünen auf seiner Oberfläche sind nur eine davon. Anders als die Sanddünen auf der Erde bestehen sie aus gefrorenen Methaneiskörnern, die von Windböen geformt wurden. Aber lasst euch nicht täuschen, Dünen sind nicht so selten, wie ihr vielleicht denkt. Man findet sie auf der Erde, dem Mars, der Venus, dem Saturnmond Titan und sogar auf dem Kometen 67P. Der unberührte Zustand der Dünen auf Pluto deutet darauf hin, dass sie erst vor relativ kurzer Zeit entstanden sind, möglicherweise innerhalb der letzten 500.000 Jahre oder sogar noch früher. Pluto stellt in dieser Hinsicht ein faszinierendes Rätsel dar. Obwohl er Milliarden von Jahren alt ist, deuten seine Oberflächenmerkmale und polygonalen Formen darauf hin, dass er ein junges, aktives geologisches System ist. Der wahrscheinliche Schuldige für diese Aktivität ist ein Prozess, der als thermisch-konvektives Umkippen von Eis bezeichnet wird. Während die Forscher bereits von der Entdeckung eines riesigen, flüssigen Ozeans auf Pluto überrascht waren, beschäftigen sie sich nun mit einer weiteren, unerwarteten Möglichkeit: aktive Vulkane auf dem Zwergplaneten. Riesige Verwerfungen, die die eisige Oberfläche des Pluto durchziehen, lassen vermuten, dass sich darunter ein gefrorener Ozean befindet, der sich allmählich ausgedehnt und zusammengezogen hat, wodurch diese Merkmale im Laufe der Zeit entstanden sind. Die Wissenschaftler glauben, dass der Ozean noch immer gefriert und dabei möglicherweise neue Verwerfungen auf Plutos Oberfläche bildet. Wenn Pluto tatsächlich eine Ozeanwelt ist, dann könnte es am Kuipergürtel von ähnlichen ozeanischen Zwergplaneten nur so wimmeln, was die Liste der bewohnbaren Orte in unserem Sonnensystem beträchtlich erweitern würde. Obwohl der flüssige Ozean auf Pluto heute wahrscheinlich existiert, ist er wahrscheinlich durch eine dicke Eisschicht isoliert, was bedeutet, dass er nicht mehr mit der Oberfläche in Kontakt kommt. Dennoch könnte er in der Vergangenheit durch Kryovulkanismus ausgebrochen sein, was Pluto noch interessanter macht. Schauen wir uns die einzigartigen Vulkane des Pluto genauer an. Im Gegensatz zu den feurigen Eruptionen auf der Erde spucken Plutos Vulkane kalte, matschige Kryolava über die Oberfläche des Planeten. Beweise für diese eisigen Eruptionen finden sich in den tiefen zentralen Gruben von
Wright Mons und Picard Mons zwei riesigen Bergen im Süden von Sputnik Planitia. Westlich von Sputnik zeigen lange Brüche und Karbone die Spuren von Kryolaven, die einst über die Oberfläche flossen. In der Region Virgil Fossae glauben Wissenschaftler, dass ammoniakreiche Kryolaven vor weniger als 1 Milliarde Jahre ausbrachen und ein Gebiet mit roten organischen Molekülen bedeckten. Aber die eisigen Eruptionen sind nicht nur auf Pluto beschränkt. Auch sein Mond Charon hat eine vulkanische Geschichte, die Aufschluss über andere Eisplaneten geben könnte. Dank der New Horizons Mission konnten Wissenschaftler die Geologie von Charon genauer untersuchen. Aber das kommende James Webb Weltraumteleskop wird noch mehr Langzeitbeobachtungen liefern. Haltet eure Raumfahrerhelme fest, denn die Raumsonde New Horizons hat einige unglaubliche, hochauflösende Bilder von Charon, dem größten Mond des Pluto, aufgenommen. Noch aufregender ist, dass diese Bilder zwei verschiedene Geländetypen auf der Oberfläche von Charon erkennen lassen. Die erste ist eine riesige, sich nach Süden erstreckende Ebene namens Vulcan Planitia, die größer ist als der Staat Kalifornien. Die zweite ist ein zerklüftetes Terrain namens Osterra, das sich bis zum Nordpol von Charon erstreckt. Beide Gebiete sind aus einem alten Ozean unter Charons Kruste entstanden, der gefror und sich ausdehnte. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber das ist noch nicht alles. Das gebirgige Gelände von Osterra entstand durch Kryolava, die sich über die Oberfläche ergoss und durch Schlote, Risse und andere Öffnungen durch eine moderate Ausdehnung im Norden oder Süden gedrückt wurde. Und es gibt noch mehr. Astronomen haben ähnliche Merkmale auf Eismonden überall im Sonnensystem entdeckt, darunter Neptuns Riesenmond Triton, Saturns Mond Thetis, Enceladus und die Uranusmonde Miranda und Ariel. Durch das Studium dieser detaillierten Bilder von Charon können die Wissenschaftler unschätzbare Einblicke in die vulkanische und geologische Aktivität anderer eisiger Welten gewinnen. Aus diesem Grund sind die Wissenschaftler so fasziniert von Pluto und seinen Monden. Die Entdeckungen, die auf diesem Planetoiden gemacht wurden, haben nicht nur unser Verständnis von ihm, sondern auch von anderen rätselhaften Entdeckungen im gesamten Sonnensystem und darüber hinaus erhellt. Aber wie ist der eiskalte Zwergplanet Pluto entstanden? Die Antwort wird euch vielleicht überraschen. Wissenschaftler glauben jetzt, dass er möglicherweise einen feurigen Anfang hatte. Jahrelang dachten die Astronomen, dass sich das uralte unterirdische Meer des Planeten im Laufe von Millionen von Jahren durch radioaktiven Zerfall gebildet hat. Jüngste Erkenntnisse haben diese Theorie jedoch in Frage gestellt. Ein Team von Wissenschaftlern untersuchte Bilder von Pluto, die von der Raumsonde New Horizon aufgenommen wurden, auf der Suche nach Hinweisen auf die Entstehung des Planeten. Sie fanden heraus, dass das Vorhandensein von Tälern und Bergen auf Plutos Oberfläche wichtige Erkenntnisse über seine Entstehung liefern könnte. Nach der Analyse dieser bizarren Oberflächenmerkmale erstellte das Team Computermodelle, die verschiedene Möglichkeiten für die Entstehung des Planeten untersuchten. Sie entdeckten, dass sich Pluto, wenn er zu Beginn kalt war und dann im Inneren geschmolzen ist, zusammengezogen hätte, was sichtbare Anzeichen von Kompressionsbrüchen hinterlassen hätte. Das Team fand jedoch nur Hinweise auf Dehnungsmerkmale, was darauf hindeutet, dass Pluto einen kurzen, heftigen Start hatte, der zu einem frühen Ozean führte. Aber wie konnte Pluto die für einen solchen Start erforderliche Hitze erzeugen? Das Team zog zwei Möglichkeiten in Betracht. Entweder erwärmte Energie aus radioaktivem Zerfall den Urzwergplaneten, oder er wurde von nahem Material bombardiert, wodurch er schmolz. Sie kamen zu dem Schluss, dass das letztere Szenario wahrscheinlicher ist. Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Entstehung des Pluto ein schneller Prozess gewesen sein muss. Im Großen und Ganzen könnte dieser schnelle Prozess jedoch bis zu 30.000 Jahre gedauert haben. Ein kurzer Augenblick auf der Zeitachse des Universums. Pluto, der Zwergplanet, der so lange Zeit von Geheimnissen umhüllt war, hat wieder einmal die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler auf sich gezogen. Eine überraschende Entdeckung, die sie gemacht haben, ist, dass Pluto etwas mit der Erde und dem Mars gemeinsam hat. Aktiv fließende Gletscher. Dutzende von Stickstoff-Eisgletschern fließen von entsteinten Hochebenen in das Becken und bilden dabei Täler im Osten von Sputnik Planitia. Diese Gletscher sind das Ergebnis saisonaler und megasaisonaler Zyklen von Stickstoffeis, das von Eis zu Dampf sublimiert, um Pluto herumwandert und dann wieder an der Oberfläche gefriert. Aber diese Gletscher sind nicht mit den Wassereisgletschern auf der Erde zu vergleichen. Die Schmelze in ihnen fällt nicht nach unten, sondern steigt nach oben, weil flüssiger Stickstoff eine geringere Dichte hat als fester Stickstoff. Und wenn der flüssige Stickstoff den Gipfel erreicht, kann er in Form von Strahlen oder Geysiren ausbrechen. Es ist auch erwähnenswert, dass ein Teil der Oberfläche des Pluto aus Wassereis besteht, das eine etwas geringere Dichte als Stickstoffeis hat. Wenn Plutos Gletscher die Oberfläche durchziehen, steigen einige dieser Wassereisfelsen durch den Gletscher auf und treiben wie Eisberge.
Der größte bekannte Gletscher auf Pluto ist Sputnik Planitia, der sich über mehr als 620.000 Meilen oder 1 Million Kilometer ausdehnt. Das Faszinierende an diesem Gletscher ist das Netz aus seltsam aussehenden, polygonalen Formen im Eis, das nirgendwo sonst im Sonnensystem zu finden ist. Jede dieser Zellen hat einen Durchmesser von nicht weniger als 6 Meilen und sieht unter dem Mikroskop wie Zellen aus. In Wirklichkeit sind sie jedoch ein Zeichen dafür, dass die Hitze im Inneren des Pluto versucht, unter dem Gletscher zu entweichen. Warmes Eis steigt in der Mitte der Zellen auf, während kaltes Eis an den Rändern absinkt, sodass sich Blasen aus auf- und abströmendem Stickstoffeis bilden, ähnlich wie bei einer heißen Lavalampe. Dies ist ein einzigartiges Phänomen, das es weder bei den Gletschern der Erde noch irgendwo sonst im Sonnensystem gibt. Darüber hinaus hat eine kürzlich durchgeführte Analyse von Fotos von Pluto ein bizarres Gebiet offenbart, das sich von allem anderen auf der kleinen Welt oder in ihrer kosmischen Umgebung abhebt. Diese klumpige Region beherbergt einige der größten Eisvulkane, die je im Sonnensystem beobachtet wurden, und sie sind mit nichts vergleichbar, was man bisher gesehen hat. Dieses Gebiet südwestlich des Sputnik Planitia Eisschilds besteht aus klumpigem Wassereis, das von Vulkankuppeln bedeckt ist, wobei Wright Mons und Pickard Mons die größten sind. Pickard Mons ist 7 Kilometer hoch und 225 Kilometer breit, während Wright Mons etwa 4 bis 5 Kilometer hoch ist und sich über 150 Kilometer erstreckt. Man nimmt an, dass Wright Mons in seiner Größe mit dem gewaltigen Vulkan Mauna Loa auf Hawaii vergleichbar ist. Diese Eisvulkane bildeten sich, indem sie Material aus dem Untergrund an die Oberfläche beförderten und so eine neue Landschaft schufen. Als das Wasser auf der Oberfläche des Pluto gefror, bildeten sich schneebedeckte Berge, die denen auf der Erde ähneln, aber völlig einzigartig sind. Es ist schwierig, das Aussehen dieser Gebirge mit anderen Vulkanen im Sonnensystem zu vergleichen, egal ob eisig oder felsig, denn sie haben keine Kalderen an der Spitze und sind mit erheblichen Unebenheiten bedeckt. Was die Gletscher auf dem Pluto betrifft, so haben Wissenschaftler eine weitere faszinierende Entdeckung über diese eisigen Formationen gemacht. Sie wachsen tatsächlich mit den Jahreszeiten. Obwohl es auf Pluto immer kalt ist, können die Temperaturen zwischen minus 250 und minus 220 Grad Celsius schwanken. Das bedeutet, dass der Zwergplanet wärmere Jahreszeiten erlebt. Während dieser Jahreszeiten können sich die Methan- und Stickstoffmoleküle im festen Eis freier bewegen, da sie nicht fest miteinander verbunden sind. Die Forscher verwendeten ein hochintensives Neutronendiffraktometer namens Wombat, um die Bedingungen auf Pluto nachzustellen und zu beobachten, wie sich die Moleküle verhalten. Sie stellten fest, dass die Moleküle bei einer Erwärmung ihre Ausrichtung ändern, was zu einer Änderung der Dichte in Abhängigkeit von der Temperatur führt. Überraschenderweise können Stickstoffmoleküle in eine geordnete Struktur, die sogenannte Alpha-Stickstoffphase, abkühlen, was einen starken Volumenabfall verursacht. Bei etwas höheren Temperaturen um minus 229,15 Grad Celsius werden die Stickstoffmoleküle plastisch und drehen sich frei. Wer hätte gedacht, dass Moleküle so faszinierend sein können? Ist es möglich, dass auf dem Pluto Leben in irgendeiner Form existiert? Leider machen es die extremen Oberflächenbedingungen auf dem Pluto unmöglich, dass Leben in irgendeiner Form existiert. Bei so kalten Temperaturen, dass nicht nur Wasser, sondern auch andere Gase und Flüssigkeiten wie Methan, Stickstoffgas und Kohlenmonoxid festgefrieren, hat Leben unter diesen Bedingungen einfach keine Chance. Auch der atmosphärische Druck auf dem Pluto ist viel niedriger als auf der Erde, was die Möglichkeit von Leben auf seiner Oberfläche weiter einschränkt. Wissenschaftler glauben jedoch, dass es im Inneren des Pluto eine Chance für Leben geben könnte. Und wie sieht die innere Struktur des Pluto aus? Wissenschaftler haben festgestellt, dass Pluto einen Kern aus dichtem Gesteinsmaterial hat, der von einem Eismantel umgeben ist. Der Durchmesser des Kerns beträgt etwa 1700 Kilometer und der Eismantel ist an der Kernmantelgrenze schätzungsweise 100 bis 180 Kilometer dick. Trotz der eisigen Temperaturen an der Oberfläche könnte es im Inneren des Pluto einen flüssigen Ozean aus Wasser geben, der durch den Zerfall radioaktiver Elemente entsteht, die das Eis erhitzen und das Gestein aufbrechen würden. Wissenschaftler sagen voraus, dass sich die Bedingungen auf dem Pluto in Zukunft so verändern könnten, dass die Existenz von Leben möglich wird. Dies könnte jedoch eine Katastrophe für die Erde bedeuten. Obwohl sich der Pluto derzeit außerhalb der bewohnbaren Zone der Sonne befindet, wird sich die Sonne schließlich ausdehnen
gehen und mehrere Millionen Jahre lang mehr Energie ausstrahlen, sodass das äußere Sonnensystem Teil der bewohnbaren Zone wird. Diese Ausdehnung wird im Laufe von 500 Milliarden Jahren stattfinden. Und während die Sonne wächst, wird sie die inneren Planeten einschließlich der Erde verschlingen. Während dieser Zeit werden sich die Objekte des Kuipergürtels, darunter auch Pluto, stark erwärmen. Angesichts ihrer Zusammensetzung und des begrenzten Zeitfensters ist es jedoch unwahrscheinlich, dass sich auf dem Pluto ohne Zutun Leben entwickeln wird. Der Mensch muss möglicherweise Vegetation und Organismen von der Erde transportieren, um Pluto und andere überlebende Körper zu besiedeln. Aber keine Sorge, diese kosmischen Ereignisse sind noch Milliarden von Jahren entfernt. Darüber hinaus ist Pluto ein bemerkenswerter Himmelskörper und eines der faszinierendsten Merkmale ist, dass er mit seinem Mond Charon eine ungewöhnliche Eigenschaft teilt. Beide haben fast keine kleinen Krater. Dies mag zwar wie ein weiteres merkwürdiges Merkmal dieser beiden Himmelskörper erscheinen, doch hat der Mangel an kleinen Kratern erhebliche Auswirkungen. Kleine Krater sind ein übliches Merkmal auf den Oberflächen der meisten Planeten und Monde, aber Pluto und Charon sind einzigartig, weil sie überhaupt keine haben. Es scheint, dass es auf diesem entfernten Zwergplaneten am Rande des Sonnensystems nur darum geht, groß rauszukommen oder nach Hause zu gehen. Die Wissenschaftler waren überrascht, auf Pluto und seinem Mond Charon weniger kleine Krater zu finden, als sie erwartet hatten. Dies deutet darauf hin, dass es weniger kleine Kuipergürtelobjekte gibt als bisher angenommen. Diese Schlussfolgerung wurde nach der Untersuchung der von New Horizons aufgenommenen Kraterbilder gezogen, die zeigten, dass nur sehr wenige Objekte mit einem Durchmesser von weniger als einer Meile auf beiden Welten eingeschlagen waren. Da es keinen Grund für die Annahme gibt, dass tektonische Aktivitäten kleine Krater ausgelöscht haben könnten, ist die einzige logische Erklärung, dass es im Kuipergürtel nicht viele sehr kleine Objekte gibt. Diese Entdeckung ist nicht nur für Pluto von Bedeutung, sondern gibt den Astronomen auch Aufschluss darüber, wie sich das Sonnensystem gebildet hat. Sie hilft dabei, die Population der Bausteine größerer Objekte wie der Erde zu identifizieren. Lange Zeit glaubten die Wissenschaftler, dass Plutos Gesteinskern nicht über die nötige innere Energie verfügt, um Vulkane zu bilden. Sie gingen davon aus, dass mehrere Eruptionen erforderlich gewesen wären, um das Gebiet zu bilden. Das Fehlen von Einschlagskratern in der Region, die auf der gesamten Oberfläche des Pluto zu beobachten sind, deutet darauf hin, dass die Eisvulkane erst vor relativ kurzer Zeit aktiv waren, was darauf hindeutet, dass im Inneren des Pluto mehr Restwärme vorhanden ist als erwartet. Dies bedeutet, dass unser Verständnis von Planetensystemen in Bezug auf geologische Zeitskalen unvollständig ist. Die Untersuchung von Pluto mit dem James Webb Weltraumteleskop verspricht, mehr über diesen fernen Zwergplaneten und seine einzigartigen Merkmale zu erfahren. Das Fehlen kleiner Krater auf Pluto und seinem Mond Charon hat faszinierende Fragen über den Kuipergürtel und die Entstehung des Sonnensystems aufgeworfen. Mithilfe des JWST hoffen die Wissenschaftler, mehr über die geologische Geschichte des Pluto zu erfahren, einschließlich des Vorhandenseins von Eisvulkanen und eines möglichen unterirdischen Ozeans. Die aus dieser Forschung gewonnenen Erkenntnisse könnten unser Verständnis von Planetensystemen jenseits unseres eigenen erweitern und unser Wissen über das Universum vertiefen.